Ja, hallo Leute. Noah Dir meinte, ich soll euch irgendwas erzählen, dass der Typ sich jetzt am Animieren versucht und so. Das ist ein Scheiß. Allerdings ist er noch ein ziemlicher Kackbuhn und das dauert ewig. Gibt also nicht so viel zu sehen heute. Hey Gandalf, ich hab mir gerade mal die Zuschauerzahlen angesehen. Also die schalten alle weg. Ist denen wohl zu langweilig. Ja, Pech für sie, würde ich sagen. Ja, nee, eigentlich Pech für uns. Wir brauchen jetzt irgendeinen Knaller, um die Leute wach zu rütteln, weißt du? Ja, nee, also ohne mich. Im Drehbuch war nur von 2, 3 Sätzen die Rede. Okay, sagen wir einfach, keine Ahnung, du spielst jetzt deine besten 2, nein, deine besten 3 Szenen aus dem ersten Film nach. Okay, los. Okay. Passiert hier noch was? Ich muss heute noch ans Set von meinem X-Men Origins Film, da warte ich seit Jahrzehnten drauf. Ja, warte, bin gleich fertig. Warte mal, so, bitteschön. Was zur Hölle soll das denn darstellen? Na, der Balrog. Genau. Ich kann zwar die beiden nervigen Hobbits nicht auseinanderhalten, aber selbst ich erkenne, dass das da kein Balrog ist. Es ist ein Balrog. Schluss aus jetzt. Für was Besseres war keine Zeit und kein Budget da, also lebt damit. Mann. Und pass auf, der ist gefährlich. Ach ja, für richtige Synchronsprecher hatten wir natürlich auch kein Geld, sonst würde ich das Ganze ja nicht sprechen, oder? Ist klar. Stimmt. So, egal jetzt. Los, kämpft. Ja, wir wissen alle, wie das ausgeht, oder? Du kannst nicht vorbei. Hadouken! Aua. So, kann ich jetzt gehen? Der war gut. Nein. Bilbos Haus? Was ist das denn für eine Reihenfolge? Psst, und den Hintergrund hast du doch von Google geklaut. Und gespiegelt, wegen Copyright. Ja, und zwar habe ich das gemacht, weil es künstlerischer wirkt und so. Ruhe jetzt, ich bin der Regisseur. Nicht mehr lange, wenn das so weitergeht. Was? Ach, nichts. Los, weiter, ich will nach Hause. Dann klopf an die Tür. Ach so, ja. Hä? Oh, das klingt ja furchtbar. Ich will gar nicht wissen, wie das Ding aussieht. Sag deinen Text weiter. Echt jetzt? Und was ist mit sehr alten Freunden? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Gandalf? Also das Vieh umarme ich nicht. Ne, niemals. Ja, okay, das kann ich irgendwie verstehen. Entschuldigung. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich springe jetzt einfach hier runter. Ist mir egal. Ach, verdammt! Gut, das sollte erstmal reichen. Ja, jetzt hau schon ab. Aber wir sehen uns wieder, das weißt du. Och nee. Und wir uns auch. Ihr wollt noch mehr witzige Parodien? Dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Ist ganz einfach versprochen.